Die US-Sängerin Taylor Swift ist offiziell in den Kreis der Milliardäre aufgenommen worden. Das Wirtschaftsmagazin Forbes bezifferte in seiner jüngsten Auflistung der Superreichen das Vermögen der 34-jährigen US-Popsängerin auf 1,1 Milliarden Dollar. Andere Größen der Branche wie Rihanna oder Jay-Z haben die Milliardenmarke in der Vergangenheit bereits geknackt. Swift ist aber die erste Musikerin, die allein durch Einnahmen aus ihrer Musik die Schwelle zum Milliardenvermögen überschritten hat. In weniger als einem Jahr konnte Swift ihr Vermögen um 360 Millionen Dollar vergrößern, größtenteils durch ihre Welttournee The Eras Tour. Laut Schätzungen ist die Konzertreihe auf Kurs, zur kommerziell erfolgreichsten Tour der Musikgeschichte zu werden. Swift verfügt auch über ein erhebliches Immobilienvermögen, mit Häusern in New York, im kalifornischen Beverly Hills, in der Country-Musikmetropole Nashville und im Bundesstaat Rhode Island an der US-Ostküste. Die Sängerin gewann im Februar bereits zum vierten Mal den US-Musikpreis Grammy für das beste Album des Jahres und stellte damit einen Rekord auf.